Im Ego-Denksystem ist die Normalität des Lebens das Kranke. Das müssen wir erst mal merken. Es geht wirklich um ein genaues Hinschauen. Wie krank das normale Leben, was wir so als normal bezeichnen und was uns jetzt als neue Normalität verkauft wird, wie krank das ist. Und hier möchte ich genauer hinschauen. Wie arbeitet das Ego, um uns in sein Spiel, auf seine Ebene zu ziehen? Wir müssen seine Strukturen, seine Dynamiken ganz genau kennen, um nicht in diese Fallen hineinzutappen. Dass wir genau wissen, Achtung, hier ist Vorsicht angesagt. Ja? Hier muss ich genau hinschauen, um zu sehen, wie kann ich das hier sinnvoll umgehen, beziehungsweise mich daraus zurückziehen. Erst einmal geht es darum, dass wir das Ego als solches nicht bekämpfen müssen. Es muss nur erkannt werden. Das ist ein Unterschied. Die Erkenntnis, dass das Ego-Denksystem wirkt und wie es wirkt, die genügt. Denn dann kann ich mich davon abwenden und muss da nicht mitmachen. Wenn ich weiß, wie das Ego tickt und welche Strategien es verfolgt, kann ich es durchschauen. Und was durchschaut wird, ist enttarnt. Was verstanden und erkannt worden ist, ist enttarnt und verliert seine Macht über meinen Geist. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Umgang mit dem Ego. Man kann das Ego nicht bekämpfen und die Vorstellung, es ausrotten zu können oder ja, beseitigen zu können in diesem Sinne des Kämpfens, die ist verrückt. Daher ist jede Aggression ja, zu vermeiden. Auch das Emotionale dagegen vorgehen, die Wut, die Aggression, auch die Trauer, der Schmerz, die Depression, all das füttert ja das Ego. In unserem Geist, wohlgemerkt. Es ist ja ein virales Programm, was alle Menschen, die hier irgendwie auftauchen, in sich tragen. Das muss uns bewusst sein, egal auf welcher Seite, ja, in so irgendwelchen Auseinandersetzungen sie stehen mögen. Jeder hat es in sich. Die Frage ist, fallen wir drauf rein und machen wir mit? Denn das Ego sagt der Seite A, ja, dass die Seite B es umbringen will. Und der Seite B sagt es genau dasselbe. A will dich umbringen. Es sagt ja allen Beteiligten dasselbe. Das ist ja das Perverse an der ganzen Geschichte. Und dann haben alle Angst und gehen aufeinander los. Und der Dritte im Bunde, das Ego, ja, freut sich und lebt von dieser Spannung und dieser Energie. Und das müssen wir erst einmal durchschauen. Also, es geht darum, die Dinge zu durchschauen, zu erkennen und sich dann daraus zurückzuziehen und es nicht zu bekämpfen. Ich bringe gern das Bild, den Stecker ziehen. Das Ego braucht unsere Aufmerksamkeitsenergie. Und wenn wir ihm die entziehen, ist das für uns der sichere Schritt in Richtung Frieden. Ganz klar. Wir beschäftigen uns in diesem guten Sinne dann ja alternativ mit dem Denksystem des Heiligen Geistes. Ganz klar. Aber zuvor muss das Ego als solches durchschaut worden sein. Ich halte das für wichtig. Ich kann nicht dem Heiligen Geist etwas übergeben, was ich nicht verstanden und erkannt habe. Und da möchte ich jetzt auf ein paar ja, Problemzonen und Schwachpunkte eingehen, beziehungsweise Strategien eingehen, mit denen das Ego arbeitet, um uns auf seine Ebene zu ziehen. Und da steht für mich ganz oben an Suchtstrukturen. Wenn wir Suchtstrukturen in uns tragen, und das ist etwas sehr Verbreitetes, ja, das kann scheinbar harmlos ablaufen, aber wir alle haben irgendwo Suchtstrukturen in uns, mehr oder weniger, je nachdem, wo der Einzelne steht. Und diese Suchtstrukturen als solche müssen enttarnt werden.
Was ist das Wesen der Sucht? Das Wesen der Sucht ist der schmerzvolle Mangel. Und die Hoffnung, durch ein Suchtobjekt diesen Mangel befrieden zu können und überwinden zu können. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nur scheinbar. Also nehmen wir das allgemein sehr bekannte Beispiel des Alkoholismus. Ja, da kommt dieser Drang in den Menschen hoch aufgrund negativer Gefühle, ja, Mangelgefühle, schmerzvolle Gefühle und kommt dieses Bild hoch, so, jetzt bräuchte ich ein Schlückchen. Und dann trinken die einen. Und bei diesem einen bleibt es nicht. Ja, noch einen zweiten Schnaps, einen dritten Schnaps und so weiter. Ich muss also, wenn ich auf diese Ebene gehe, das, was ich da tue, im Ego-Denksystem ständig wiederholen, damit das irgendwie noch wirken kann. Und der Trick ist natürlich, dass wir möglichst nicht merken, dass es gar nicht wirkt, dass es nur zeitlich begrenzt wirkt. Und der Impuls, ja, das Suchtobjekt, muss ständig gesteigert werden. Und eigentlich ist es ein Weg, der in den Tod führt. Mehr oder weniger, sogar wahrscheinlich bis in den körperlichen Tod hinein. Sucht ist ein destruktiver Prozess. Er zerstört Beziehungen, alles um uns herum, den eigenen Körper, das ganze Leben. Also Menschen, ja, abhängig zu machen von den Dingen der Welt sozusagen, ja, ob das dann Schokolade, Alkohol, Sex, Autos, Antiquitäten, Häuser, Arbeit, Geld oder sonst was ist, ja? Alles, was zu einer Suchtdynamik wird, wovon ich nicht mehr lassen kann, zwanghaft, ja, mich dem gegenüber verhalte und immer wieder diese eine Steigerung da einbauen muss, all das führt in die Destruktion, in die Zerstörung meines eigenen Wesens. Das Ego reitet uns dann bis zum Letzten und saugt uns eigentlich aus, ja, die Lebensenergie, die wir haben und die wir für den geistigen Prozess nutzen können, die fehlt uns dann. Und wir betäuben den inneren Schmerz, den inneren Frust, ja, mit diesem Suchtobjekt, egal was es ist. Zucker zum Beispiel ist auch ein ganz starkes, ja, Suchtgeschehen, der weiße Zucker, ja. Und all diese, wie gesagt, all diese Dinge können zur Sucht führen. Und der Trick besteht darin, ja, ständig das Ganze wiederholen zu müssen und es steigern zu müssen. Also das Suchtobjekt als solches schenkt ja keinen Frieden, nur begrenzt für ein paar Momente, vielleicht auch für ein paar Stunden oder Tage. Wir wissen das von der Drogensucht. Und irgendwann ist der Rausch zu Ende. Ja, und dann kommt die Ernüchterung und dann kommt wieder der Schmerz hoch. Dann kommt der Entzug sozusagen, ja, der Mangel wird dann wieder erlebt. Und durch diesen Mangel müsste man durchgehen. Dieser Mangel müsste mit Hilfe von Geistesschulung, mit Hilfe von auch physischer Reinigung, ja, körperlicher Reinigung, da kommen das Basenbad mit rein, da müsste man ja entsäuern und so weiter. Auf allen Ebenen könnte man den Suchtprozess beenden, durchaus. Das ist möglich, vor allem mit der Hilfe der geistigen Welt. Das halte ich für ganz wichtig. Ohne das geht gar nichts. Das ist sogar das Primäre. Aber da muss ein Wille da sein, da durchzugehen. Und dieser Wille ist meistens zu schwach ausgeprägt. Es ist bequem, über das Suchtobjekt, ja, in dieser Dynamik stecken zu bleiben. Das ist leider in unserer Gesellschaft absolut verbreitet, denn wir sind eine Suchtgesellschaft. Allein das Shoppen gehen, das Einkaufen gehen, ständig irgendwelche Dinge sammeln, sich hinlegen, anschauen, ja, und so weiter und den eigenen Selbstwert darüber definieren und all diese Dinge. Sucht hat viele, viele Aspekte und ich kann nur empfehlen, sich mal damit zu beschäftigen, um sich selber da auf die Schliche zu kommen. Wo habe ich Suchtstrukturen und möchte ich frei sein davon? Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, was die Ego-Welt angeht. Sucht hat natürlich auch zu tun mit Flucht. Es sind Fluchttendenzen. Das Ego lädt uns immer ein, lauf weg. Stelle dich nicht deiner Innenwelt. Wenn du nach innen schaust, das ist so schrecklich, das willst du nicht sehen. Das überlebst du nicht.
Das wird so furchtbar. Die Hölle des Mangels, das, was wir im Innern erleben, diese sogenannten, ja, man möchte fast sagen, dämonischen Kräfte, all diese Affekte, diese Impulse, diese destruktiven Impulse, die machen uns auch Angst. Und die sind da. Und das Ego lädt uns ein zur Flucht, auch über die Sucht, ganz klar. Die Flucht, das Fluchtangebot sozusagen, die Illusion von Flucht, als könnten wir vor diesen Dingen fliehen, ist ein beliebtes Ego-Spiel. Und natürlich sind das Teufelskreise. Wir drehen uns ständig im Kreis und kommen nicht raus. Die absolute Flucht ist dann der Suizid und dann jagt uns das Ego durch die jenseitige Welt ohne Körper. Da geht es dann weiter, durch all die höllischen Ebenen, die wir da so in uns haben. All den Unfrieden, all den Schmerz, all die Hassaffekte, die Racheaffekte, ja, all das, vor allem auch Racheaffekte. Racheaffekte führen in die Buchung der nächsten Inkarnation. Wer sich rächen will, taucht wieder auf hier. Er will ja keinen Frieden, er will keine Vergebung. Und wer das will, der kommt wieder, der bucht schon die nächste Inkarnation. Deswegen müssten all diese Dinge überwunden werden. Und das ist Geistesschulung. Das ist der Kern von Geistesschulung, alle Ego-Fallen sozusagen zu eliminieren im eigenen Geist. Dort zu arbeiten, dass wir frei sind und dass wir im Frieden sind, dass wir den inneren ewigen Punkt berühren, wo wir frei sind. Und das sind wir nur in Gott. Woanders gibt's keine Freiheit. Ein weiterer Aspekt sind auch schuldhafte Verstrickungen. Ja, denn wenn wir uns schuldig fühlen und anderen Menschen Schlimmes angetan haben, innerhalb des egomanen Traumgeschehens, innerhalb dieses Films, und wir halten uns ja für eine Person in diesem Film auf der Bühne, dieser Projektionswelt, ja, wenn diese schuldhaften Verstrickungen nicht angeschaut werden und da keine Heilung reingekommen ist, dann ist das ja ein gefundenes Fressen fürs Ego. Das Ego ist schuld, es postuliert Schuld und es sagt, du bist schuldig, ja, und irgendjemand muss schuldig sein, Schuld selber zu ertragen oder in der Projektion über andere, sie ihnen aufzubürden, das ist die beliebteste Ego-Strategie sowieso. Ja, und wenn die anderen dann schuldig sind, dann kommt noch bei uns die Rache dazu, nach dem Motto, ich räche mich an ihnen, denn sie sind schuld, dass es mir schlecht geht. Und das sind alles diese emotionalen Affekte der Aggression, ja, der Wut und der Ausdruck von Verzweiflung natürlich. All das muss bereinigt werden. All das braucht Heilung. Sonst gehen wir immer wieder in diese Ego-Fallen rein. Wir müssen wirklich schauen, mit wem bin ich noch nicht in Frieden und möchte ich in Frieden kommen? Bin ich bereit, mit Jesus, mit der geistigen Welt zusammenzuarbeiten, um in die Heilung zu kommen in Bezug auf Vater und Mutter, ganz wichtiges Thema, ja, Geschwister, Großeltern, die Familiengeschichte und dann auch andere Menschen in meinem Leben, die mir begegnet sind. Wo ich glaube, ja, ich bin an ihnen schuldig geworden oder scheinbar sind sie an mir schuldig geworden. Wie auch immer das ist, Täter, Opfer. Es ist immer dasselbe Spiel. Täter und Opfer sind zwei Seiten einer Medaille. Und beide Seiten tragen wir in uns. Und die müssen angeschaut werden. Sonst kann das Ego immer wieder einhaken. Wo keine Haken sind, da ist auch nichts zu holen. Wer im Frieden Gottes weilt, an den kommt das Ego nicht mehr ran. Das Ego muss sich immer überlegen, wo ist ein Punkt, wo ich einhaken kann. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Ego ist wie ein Geheimdienstagent. Was machen Geheimdienste? Ja, wie lief das in der DDR? Wie lief das bei den Nazis? Ja, die Geheimdienste, was machen die da? Sie untersuchen dich, sie schauen, was hat er erlebt, was hat er gemacht, was ist da passiert und wo finden wir Punkte, ja, wo wir diesen Menschen fertig machen können. Und da gibt es so zwei Hauptstrategien. Die eine ist Erpressung. Ja, wir machen das öffentlich, das, was da und da passiert ist und so weiter, was der sich geleistet hat. Wir bringen das an die Öffentlichkeit. Und dann sind die Leute erpressbar. Vielleicht. Ja, und Erpressung ist ein ganz beliebtes Spiel. Oder Bestechung. Bestechung ist auch so ein Spiel.
Ja, mach bei uns mit, dann wird dir das und das gezahlt. Dann übernehmen wir deine Schulden, dann machen wir dieses oder jenes und so weiter. Das ist Bestechung. Ja, dass wir gewisse Dinge tun, um dann einen Bonus sozusagen uns zu erwirtschaften. Also Bestechung und Erpressung sind Strategien des Egos. Ganz klar. Es wird Druck ausgeübt. Und dem zu widerstehen und da nicht mitzumachen, ja, das ist eine spirituelle Leistung. Die muss man erstmal schaffen. Die kann ich aber nur vollziehen und erreichen, wenn ich im Innern eine Verbindung habe zu dem, was heilt. Wenn ich die Gesetzmäßigkeiten kenne und wenn ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wo die Hilfe im Geist herkommt. Wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen Hilfe, die Hilfe der geistigen Welt über Symbole, über Jesus, über Bruno Gröning, über die Engelsebene, wie auch immer das für jeden ist, den Heiligen Geist, das sind dann Symbolfragen. Aber über diese Helfer, hilfreichen, ja, Geistwesen, ja, Wesenheiten können wir ja Hilfe empfangen. Dass wir aus der Identifikation mit der Person, mit der Geschichte, mit all diesen Dingen aussteigen und es nicht mehr glauben, das ist der Punkt, und uns selbst dafür vergeben, wenn etwas schiefgegangen ist. Hier greift die Selbstvergebung. Wir können uns selber vergeben, aber das hängt damit zusammen, das ist nur wirklich in der Tiefe möglich, wenn wir das auch in Bezug auf andere wollen. Ich kann nicht nur mir vergeben und den Bruder anklagen, das geht nicht. Ja, wenn ich mir selbst vergebe, muss ich auch dem Bruder sozusagen vergeben. Ich muss das ganze Spiel durchschauen als eine Wahnprojektion. Ich glaube an mich als Person, ja, ein Wahn, denn ich bin in Wahrheit keine Person. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn in Ewigkeit und sein Sohn kann nicht leiden. Und das gilt für mich und wenn es für mich gilt, gilt es auch für alle anderen, die da scheinbar da draußen herumrennen. In Wahrheit sind die alle in Gott. Und auf diese Ebene zu gehen, über den heiligen Augenblick in die Vertikale zu kommen und aus der Horizontalen von Vergangenheit und Zukunft, diesem Spannungsfeld, da auszusteigen und nur noch zu den Frieden Gottes zu wollen, das ist das, was uns in der Geistesschulung geschenkt wird, diese Option. Es ist die ultimative Hilfe, die einzige. Alles andere sind Scheinbewegungen, Scheinlösungen, ja, die nichts bringen. Wer einmal zahlt, wer erpresst wird, wer einmal zahlt, zahlt immer. Bis er nichts mehr hat, bis er abgeschossen wird. Das ist ganz einfach. Ja, man darf sich nicht erpressen lassen. Und Bestechung ist genauso schlimm. Wer sich bestechen lässt, wer in die Korruption abrutscht, das läuft dann. Wenn es einmal läuft, läuft es immer. Wer den kleinen Finger gibt, die ganze Hand, den Arm, den Körper, alles ist weg. Der Wahnsinn nimmt sich alles. Das muss man wissen. Und da muss man konsequent sein. Und dann aussteigen. Egal, was es kostet. Wenn uns die geistige Welt, der Friede in Gott, wichtiger ist als unser physisches Überleben, dann haben wir schon mal eine gute Voraussetzung, diesen Weg zu schaffen. Man muss es wirklich wollen, mehr als alles andere. Wer hier aber noch gut überleben will, ja, und sein Leben hier retten will, innerhalb des Films, der hat ein ernstes Problem. Der wird im Film drin bleiben. Der geht nicht raus. Ganz klar. Also, wir haben die ganze Bandbreite, ja, des Egos, des Ego-Denksystems in uns. Und das muss in uns, in unserem eigenen Geist freigelegt werden. Wir machen Selbsterforschung. Woran glaube ich? Was für Gefühle, Affekte, wahnsinnige Gedanken nähere ich in meinem Geist? Und wenn mir das bewusst wird, dann weiß ich, was ich dem Heiligen Geist übergeben will. Dann weiß ich, wo ich Heilung brauche. Und dann kann der Heilungsprozess laufen. Dann kann das laufen, was Bruno Gröning als die Umkehr bezeichnete. Ein Mensch, der umgekehrt ist, der kann den Frieden finden. Ich erinnere da an das Beispiel im Rosenheimer Kreis.
Na, es war ja nach dem Krieg, als Bruno Gröning ja dort die Menschen unterwies in Geistesschulung und ihnen die ja tieferen geistigen Ebenen bewusst machen wollte. Und eines Tages brach ein Mann in Tränen aus, ein ehemaliger SS-Soldat, und er sagte, ich habe schlimmste Verbrechen vollzogen, ja, schlimmste Dinge getan im Krieg. Und Gröning sagte, ich weiß, aber du bist richtig hier, du kannst bleiben, denn du willst die Heilung, du bist umgekehrt und nur darum geht es. Wer wirklich umkehrt und das Ego-Denksystem loslassen will, es durchschauen will und aussteigen will, der kann die Heilung empfangen. Das ist möglich, aber man muss es sehr wollen. So ein bisschen geht nicht. Man muss sein Bestes geben, alles ganz und gar und völlig klar sein im Geist. Ich will das, absolut, egal was es kostet. Und wenn es mein physisches Leben kostet. Aber da muss man erst mal hinkommen. Und deswegen sind wir hier in dieser Welt. Um diese Prozesse in der Formenwelt und durch die Formenwelt hindurch zu durchlaufen. Ja, sie zu erfahren. Und wer das durchgemacht hat, der weiß, worum es geht. Und alles andere, ja, ist fromme Theorie. Die fromme Theorie nützt uns nichts. Sie wird abgefragt. Leben heißt immer, hier wird abgefragt, was Sache ist. Innerhalb der Illusionswelt, ja. Aber sie erscheint uns ja doch sehr real. Sehr schmerzvoll real. Und das zu leugnen wäre dumm. Insofern, der Schleier, ja, der Täuschung kann erst überwunden werden, wenn wir durch die Täuschung durchgegangen sind und sie wirklich untersucht und verstanden haben. Das Ego-Denksystem, den ganzen Betrug, und es ist Betrug, auf allen Ebenen, die da inszeniert worden sind, in allen Verschachtelungen, mit allen Tricks, mit denen da gearbeitet wird, das muss durchschaut worden sein. Und dann entwickeln wir einen Sinn für Wahrheit und spüren ganz genau, wenn uns jemand anlügt. Und wenn wir selber lügen, merken wir es sofort und vergeben uns dafür und ja, verlassen diesen Bereich. Es geht um den Frieden in Gott. Nicht mehr und nicht weniger als das. Auch wenn wir hier scheinbar noch leben. Innerhalb eines Traums. Wie soll dieser Traum ein glücklicher werden, wenn wir am Unglück der Lüge und des Selbstbetrugs festhalten? Das kann ja wohl nicht gehen. Man muss es verlassen, die Wüste. Und dann geht man ins fruchtbare Tal und lebt sinnvoll. Und darf leben und essen und trinken und genießen. Wir müssen nicht in der Wüste verdursten. Verlasse die Wüste, sagt Jesus. Und die Wüste ist Ego. Es ist das Tal des Todes, wo wir immer wieder das Lied des Todes, des Sterbens singen. Ich brauche das nicht mehr. Ich gehe da raus. Wir sollen leben. Und da kann hier noch Welt sein, wie sie will, ja, das spielt gar keine Rolle. Wir ziehen uns zurück auf eine andere Ebene, eine höhere Ebene. Im Geist und sind scheinbar noch hier, dienlich und geben unser Bestes für das Ganze. Denn das macht glücklich. In diesem Sinne bleiben wir dran.